Wir haben heute jemanden hier, der ist wie ein Licht im Dunkeln. Aber er war vorher ein Teil dieser Dunkelheit. Es ist nämlich ein Mann aus einer sehr angesehenen pakistanischen muslimischen Familie, der Imam wurde. Er war einer der besten Imame. Er war einer derer, die mit ganzer Hingabe Menschen versucht haben, noch näher zu Allah zu führen und Menschen zum Islam zu konvertieren. Er war einer der eifrigsten, im Prinzip so eine Art Saulus. Und dann begegnet ihm Jesus. Und wir hören heute von seiner Geschichte, einem Mann, auf den mehrere Mordanschläge verübt wurden und den ihr wahrscheinlich, die im Seminar bei ihm waren, nicht wiedererkennen werdet jetzt. Wir haben ihn ein bisschen verändert, trotzdem bitte keine Fotos machen. Und ich freue mich, dass wir Harun jetzt hier begrüßen dürfen mit dem Übersetzer, dem Jens. Gebt ihm einen herzlichen Applaus. This is a very great privilege to be here. To see all my brother and sister in Christ. In this story you can see that what I lost and what I found here. In der Geschichte, die ich euch erzählen möchte, könnt ihr nachvollziehen, was ich verloren habe, aber was ich dann auch hier gefunden habe. My name is Harun. Mein Name ist Harun. From Pakistan. Ich komme aus Pakistan. I'm almost five years here in Germany. Ich bin jetzt schon fast 5 Jahre hier in Deutschland. But I'm sorry, I couldn't learn German. I learned Farsi in Germany. Aber es tut mir leid, Deutsch habe ich noch nicht gelernt, dafür habe ich hier in Deutschland Farsi gelernt. I learned English in Germany. Und auch Englisch habe ich in Deutschland gelernt. Maybe if I want to learn German, I will go to Iran to learn German. Vielleicht, wenn ich Deutsch lernen will, dann werde ich in den Iran gehen, um das hinzukriegen. Today I want to share one story with you. Möchte eine Geschichte mit euch teilen heute. And this is a miracle in my life. Und das ist ein Wunder in meinem Leben. And this story is not my story. Diese Geschichte ist eigentlich nicht meine Geschichte. This story is my God story and your God story in my life. Es ist die Geschichte meines Gottes und eures Gottes in meinem Leben. In this story I want to share who I was. Darin möchte ich euch erzählen, wer ich war. How I found Jesus. Wie ich zu Jesus gefunden habe. And who I'm now. Und wer ich jetzt bin. About my family background, they are very strong believer in Islam. Meine Familie zu Hause gehört zur sunnitischen Muslimschaft oder zu den sunnitischen Muslimen und sie sind sehr klare, hingegebene, strenge Gläubige. My grandfather, my father, my older brother, they are Imam in Pakistan. Mein Großvater, mein Vater, auch meine älteren Brüder sind in Pakistan Imame. And my older sister, she's one of professor in Islamic University in Pakistan. Und meine Schwester ist Professorin für Islamkunde in Pakistan. And when I was 5 years old, my father, he took me in mosque and he teach me how we pray, how we wash, how we clean, everything. Als ich 5 Jahre alt war, nahm mein Vater mich mit in die Moschee und hat mir dort beigebracht, wie man sich reinigt, wie man sich wäscht, wie man betet, all diese Dinge. When I was 9 years old, he sent me in Islamic school to learn Sharia and Quran. Als ich 9 war, hat er mich an eine islamische Schule geschickt, um dort die Scharia und den Koran zu lernen. About 3.5 years. Nach dreieinhalb Jahren I memorized whole Quran. Habe ich den ganzen Koran auswendig gekonnt. And then I went to another study, like my seminary, to learn Sharia. Und dann bin ich in eine andere Schule gegangen, um dort bei dem anderen Seminar die Scharia zu lernen. And I finished this seminary about 4 years. Und nach weiteren 4 Jahren habe ich dort meinen Abschluss gemacht. And in Islamic, all Islamic school in Pakistan, they trained for Jihad, and I went for Jihad as well. Bei all den islamischen Schulen geht es immer darum, für den Jihad zu trainieren, und so ging es auch bei mir. So, but I didn't get any chance for Jihad, but this was my wish to go for Jihad. Und ich habe das dann nicht in die Tat umsetzen können, aber das war mein Wunsch, in den Jihad zu ziehen. But my father, he gave me mosque and I become Imam. Mein Vater hat mir dann eine Moschee gegeben und so bin ich dort Imam geworden. I was 3-time first prize gold medalist in my state. Ich habe 3-mal in einem landesweiten Wettbewerb, wo es ums Auswendiglernen des Koran ging, die Goldmedaille gewonnen. And my ministry from Pakistan, they decide for me to send me in Europe. Und der Dienst, mit dem ich in Pakistan dort verbunden war, dieser islamische Dienst, sie haben mich ausgesandt nach Europa. And start Islamic ministry in Europe. Um hier einen Dienst aufzubauen. And I came in Athens in 2005. Im Jahr 2005 bin ich in Athen angekommen. I planned first mosque in 2005. Im selben Jahr noch habe ich dort die erste Moschee gegründet. And second mosque in 2007. Und die zweite dann im Jahr 2007.
And I was looking a job. Ich brauchte auch eine Arbeitsstelle. And my friend, they helped me to find a job. Und Freunde von mir haben mir dann geholfen. But the problem was the job where I find there was a Christian couple. Das Problem war, die Chefs, die ich dann hatte, das war ein christliches Ehepaar. And I said, I talked to my friend. I said, "Are you crazy? They are Christian." Und dann habe ich meinem Freund, der mir da das vermittelt hatte, gesagt: "Sag mal, bist du verrückt? Das sind Christen." And they eat pork, they drink. Sie essen Schweinefleisch, sie trinken Alkohol. And they said, "Imam, this is a good chance for you to go there and convert them to Islam." Aber er hat zu mir gesagt: "Imam, das ist deine Chance und kannst sie zum Islam konvertieren." I went there, I introduced myself. Also bin ich dorthin gegangen, habe mich vorgestellt. I said, "I'm an Imam. We pray five times a day." Ich habe gesagt, ich bin Imam und wir beten fünfmal am Tag. Whenever I have my prayer time, I have to go for my prayer. Das heißt, wenn es Zeit ist fürs Gebet, dann muss ich dort erstmal Pause machen. And this lady, she said, "No problem. Whenever you want to go for your prayer. It's not a problem, but you can work here." Und die Frau hat gesagt, okay, also wenn das so ist, dann geh einfach, wenn es soweit, wenn die Zeit ist, deine Gebete zu verrichten. Du kannst hier ruhig arbeiten. Wir stellen dich ein. And many times during the work time, I forget my prayer time. Und wenn ich dann so am Arbeiten war, ist es häufig vorgekommen, dass ich die Gebetszeiten vergessen habe. Because of lot of work. Weil ja viel zu tun war. You know, the Muslim people, they pray with the time. Wisst ihr, die Muslime, die beten ja so nach einem Zeitplan. And if they miss the time, they miss the prayer. Und wenn du dann die richtige Zeit verpasst, dann verpasst du das Gebet. And this is the biggest sin in Islam. Und das ist die größte Sünde im Islam, wenn du dein Gebet verpasst. And many times I forget my prayer time and my boss, she called me and she said, "Imam, go for your prayer, this is your prayer time." Und oft habe ich dann also diese Gebetszeiten verpasst und meine Chefin rief mich an und sagte, "Hey Imam, du musst hier zum Beten, denk dran, deine Zeit ist da." And I said, "Oh, she's Christian, she must stop me." Und ich habe gedacht, hey, das ist doch eine Christin, die sollte eigentlich versuchen, mich davon abzuhalten. In Greece, I saw the Christian, how they are honest. In Griechenland habe ich Christen kennengelernt und gesehen, wie ehrlich sie mit mir umgegangen sind. The picture, Christian picture in my mind I had in Pakistan. Meine Vorstellung von Christen aus meiner Zeit in Pakistan. It was totally wrong. War total verkehrt. In Greece I saw love, peace, forgiveness and human rights. In Griechenland habe ich Liebe, Vergebung und Menschenrechte erlebt. And I was looking back my country in Pakistan, what we doing with the Christian people in Pakistan. Und dann habe ich zurückgedacht an meine Zeit in Pakistan und mich daran erinnert, wie wir mit den Christen umgehen. One time I was involved to persecute Christian people. Einmal war ich daran beteiligt, Christen zu verfolgen. But in Greece I start looking and I start opening my mind. I said, "Why are we doing this?" Aber in Griechenland habe ich plötzlich über all das nachgedacht und es war, als ob mir die Augen geöffnet wurden und ich mich gefragt habe, warum machen wir das so? In 2008 there was one Christian town in my city and they burned whole Christian town. Im Jahr 2008 gab es in meiner Heimat Pakistan ein Ereignis, wo sie einen ganzen christlichen Stadtteil verbrannt haben. And they burned alive 27 Christian people. Dabei sind 27 Christen lebendig verbrannt worden. And I was watching the news and we know all the people what they was doing. Und ich habe damals die Nachrichten angeschaltet, das gesehen und wir kannten die Leute, die das machten. And after this happened, this lady Asia Bibi, she changed my life. Und danach kam dieser Fall von der Asia Bibi auf und das hat mein Leben verändert. When they claim her blasphemy case. Und als sie der Tode oder der Blasphemie angeklagt haben, sie des Todes für schuldig erklärt haben, because she drink one glass of water, weil sie ein Glas Wasser getrunken hat. And one Muslim lady, she came to her and she said, "Why you drink with this glass? This is for Muslim people." Und dann kam diese muslimische Frau auf sie zu und hat ihr das zum Vorwurf gemacht, gesagt, hey, das ist ein Glas für Muslime. And they claim her blasphemy case. Und dann haben sie eine Blasphemie-Anschuldigung daraus gemacht. In Pakistan, blasphemy case is dead. Und wenn du der Blasphemie angeschuldigt wirst in Pakistan, ist es dein Todesurteil. And they took her in prison. Sie haben sie ins Gefängnis geworfen. From 2008, still now she's in prison. Und seit 2008 bis heute sitzt sie im Gefängnis. And ministry from Pakistan, Islamic ministry, they was giving us pressure. They said, "Go out of Pakistani embassy and make one big demonstration that she have to die." Und die Leute von meinem islamischen Dienst in Pakistan haben auf all ihre Mitarbeiter Druck ausgeübt, haben gesagt, ihr müsst, egal wo ihr seid, Demonstrationen organisieren, ihr müsst dafür demonstrieren, dass diese Frau endlich hingerichtet wird. And I said, "There is no forgiveness for her, she just drink glass of water." Und ich habe die Frage gestellt, gibt es denn gar keine Vergebung für sie? Sie hat doch nur ein Glas Wasser getrunken. One time I was same like them, but in Europe I start opening my mind, I start asking questions. Früher habe ich genauso gedacht wie die Leute aus Pakistan, aber jetzt in Europa hat sich mein Denken schon verändert und ich habe angefangen, Dinge zu hinterfragen. And the people said, "Imam, read Quran and Hadith." Und die Leute haben mir geantwortet, hey Imam, lies doch mal den Koran und die Hadithen.
But I start reading Quran and Hadith, I was trying to explain them, look, there is forgiveness for her. Also habe ich tatsächlich dort nochmal nachgeschaut und habe ihnen dann auf Basis des Korans und der Hadith erklärt, guck mal, es gibt doch die Möglichkeit der Vergebung. But I couldn't find any forgiveness for her. Aber ich habe also dann nicht wirklich diese Vergebung erreichen können. And one night I was evening pray and I read Quran. Eines Abends habe ich mein Gebet verrichtet, den Koran gelesen. And I closed the Quran. Und dann habe ich den Koran geschlossen. And I said, God, this is not your word. Und dann habe ich gesagt, Gott, das ist nicht dein Wort. I said, God, I know Christians are not good. Herr, ich weiß, die Christen sind nicht gut. I know that they believe three God. Ich weiß, dass sie an drei Götter glauben. And they said, Jesus, son of God. Und sie sagen, dass Jesus der Sohn Gottes wäre. But this is not good, we kill them. Aber das ist auch nicht gut, was wir machen, wir bringen sie um. I said, God, I was Muslim because my father was Muslim. Ich habe gesagt, Gott, ich bin ja Muslim, weil mein Vater schon Muslim war. And he was Muslim because his father was Muslim. Und er war Muslim, weil sein Vater auch Muslim war. And I said, God, if this is your word, come to me and talk to me face to face. Und ich habe gesagt, Gott, wenn das wirklich dein Wort ist, dann komm und sprich direkt zu mir. And I start praying, I start reading Quran. Und in dem Augenblick habe ich aufgehört zu beten und auch den Koran zu lesen. You can imagine from 5 year old I start following Islam. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Von meinem fünften Lebensjahr an habe ich dem Islam gedient. From 5 year old I start praying 5 times a day, don't touch, don't eat, don't drink, everything. Seit meinem fünften Lebensjahr war das mein Lebensinhalt. 5 times am Tag beten, das nicht berühren, das nicht essen, das nicht trinken, all diese Vorschriften. Even I memorized whole Quran. Und dann habe ich den ganzen Koran auswendig gelernt. But I knew what Quran teach me. Also wusste ich, was mich der Koran lehrt. I have no love for everyone. Es gibt keine Liebe für all die Leute. And I stopped praying everything. Und ich habe aufgehört zu beten. I had 2 friends, they were from India. Ich hatte 2 Freunde aus Indien. They were Sikh, is one religion in India. Sie waren Sikhs, also eine dieser Religionen in Indien. And I was trying to convert them to Islam. Und ich habe mir Mühe gegeben, sie zu Muslimen zu machen. Because this was my mission in Athens. Darum war ich ja schließlich in Athen. Even the Sikh, they was better than me. Und selbst diese Sikh-Leute waren besser als ich. And I said, can I go your worship place to know your God? Und also habe ich gefragt, kann ich mal mit euch mitgehen und mir angucken, wie ihr anbetet? They invite me to their temple, Gurdwara. Dann haben sie mich in ihren Tempel eingeladen, dort in die Gurdwara. They give me their book. Haben mir ihr Buch gezeigt. And I start worshiping their God, Guru Nanak. Also habe ich dann angefangen, ihren Gott anzubeten, diesen Guru Nanak. Then another friend from India, he was Hindu and he took me in his temple. Dann habe ich einen anderen Freund gehabt, auch aus dem Inder, der hat mich in seinen Tempel mitgenommen, Hindu Tempel. But all the time I was fighting inside, I said, God, this is my wish to go place to place. Aber die ganze Zeit waren in mir diese Kämpfe. Es war immer dieses Gebet, Herr, es ist ja mein Antrieb jetzt, dass ich von einem Ort zum nächsten ziehe. But God didn't show me anything. Aber er hat mir nichts gezeigt. One day I was eating with my boss. Eines Tages habe ich mich zum Essen hingesetzt mit meiner Chefin. And her name is Elena. She said, Imam, may I ask you a question? Und ihr Name ist Elena. Sie hat mich gefragt, Imam, darf ich dir eine Frage stellen? And she said, why are you not going for your prayer? Und sie hat mich gefragt, warum betest du nicht mehr? If you have some problem with us, talk to us. Wenn es ein Problem mit uns gibt, dann red doch einfach mit uns. Because many times when she called me, go for your prayer. Denn sehr oft, wenn sie mich dazu aufgefordert hat, gesagt hat, komm, jetzt geh wieder zu deinem Gebet. And she said, Imam, pray for us and our business as well. Und dann hat sie gesagt, Imam, du kannst ja auch für uns, für unser Geschäft beten. When I go for my prayer, in my prayer I have to read Quran. Aber wenn ich zum Beten ging, dann musste ich ja den Koran lesen. When I read Quran, I knew exactly what Quran teach me. Und weil ich den Koran kannte, wusste ich auch genau, was er mich lehrt. And many times I come back and she said, Imam, did you pray for us? Und oft kam ich dann zurück vom Gebet. Sie hat mich gefragt, na, hast du für uns gebetet? I said, yeah, I pray for you. Und ich habe gesagt, ja, habe ich gemacht. But I know what Quran teaches me. Aber gleichzeitig wusste ich doch, was mich der Koran lehrt. So she said, if you have some problem with us, talk to us. Also bei dieser Gelegenheit sagte sie, wenn es ein Problem mit uns gibt, dann sprich doch mit uns drüber. And I said, Elena, please forgive me. Und ich habe zu ihr gesagt, Elena, bitte vergib mir. Because many times you call me, go for your prayer. Denn du hast mir oft Bescheid gesagt, dass ich zum Beten gehen soll. And you said, pray for us. Und du hast auch mich gebeten, dass ich für euch bitten soll. And I was not praying for you. I was against you. I was trying to kill you. Aber das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich war total gegen euch. Ich habe sogar darüber nachgedacht, euch umzubringen. And she came to me. Und sie ist einfach zu mir gekommen. And she gave me a hug. Und hat mich umarmt. And she said, Imam, no problem what you was doing. Und sie hat gesagt, Imam, ist gar kein Problem, was du gemacht hast.
You are like our son and we love you. Du bist so wie unser Sohn und wir lieben dich. And I said, Elena, if you love me, what can I do? Where is God? Und ich habe gesagt, Elena, wenn du mich wirklich liebst, wo ist Gott? And she said, you know, I'm Christian. Sie hat gesagt, naja, du weißt, ich bin Christin. I said, I know you are Christian and I know you are not good. Und ich habe gesagt, ich weiß, ihr seid Christen, ich weiß, ihr taugt nichts. And she said, I'm not trying to convert you to Christianity. Aber sie hat gesagt, ich versuche jetzt gar nicht, dich zu bekehren zum Christentum. I just love to help you. Ich möchte dir einfach helfen. And she said, you don't have to go place to place to find God. Und sie hat zu mir gesagt, du musst nicht von einem Ort zum nächsten gehen auf der Suche nach Gott. Just invite him in your heart. Lade ihn doch einfach mal in dein Herz ein. And ask him where you are. Und frag ihn, wo er ist. And just pray. Und bete einfach. I start praying. Also habe ich wieder angefangen zu this beten. Time my prayer was totally different. Aber diesmal war mein Gebet völlig anders. And I said, God, I know you are somewhere. Und ich habe gebetet, Gott, ich weiß, irgendwo bist du. But I can't see you in my eyes. Aber ich kann dich mit meinen Augen nicht sehen. I said, God, I have three ways. Show me where are you. Ich habe gesagt, Gott, ich habe drei Möglichkeiten. Zeig mir, wo du bist. Mosque, Gurdwara and temple. In der Moschee, in der Gurdwara oder in dem Hindu-Tempel. But I know that you have no son and you are Jesus not God. Aber eins weiß ich, du hast keinen Sohn und Jesus ist nicht Gott. And I was praying like this. So habe ich gebetet. And God give me answer of my prayer. Und Gott hat mein Gebet beantwortet. I had a dream. Ich hatte einen Traum. That I'm going one big street. Dass ich eine große Straße runtergehe. There was many shops. Es gab viele Läden, Geschäfte. And one shop was very bright. Und ein Laden war sehr hell. I went there. Ich bin hingegangen. One young man was standing in this shop with a beautiful face. Und dort stand ein junger Mann, der wunderschön aussah. And this shop was full of diamond, gold, silver and jewelry. Und dieser Laden war vollgestopft mit Juwelen und Diamanten, Silber und Gold. And I look at him, this man, I said, oh, he's a rich man. Und ich habe mir diesen Mann angeschaut, habe gesagt, oh, der ist wirklich reich. And he looked at me and he gave me his hand. Und er hat mich angeschaut und hat mir seine Hand entgegengestreckt. And he called me by my name. Und er hat mich mit meinem Namen angerufen. And he said, hey, Harun, come to me. Und hat gesagt, hey, Harun, komm mal her zu mir. And I said, oh, he's a rich man and he know my name even. Ich habe gedacht, oh, der ist so ein reicher Kerl und er kennt sogar meinen Namen. And I went there, I said, sir, you know my name? Und ich bin hingegangen, habe gefragt, ach, du kennst meinen Namen? And he said, I know everything about you. Und er sagte, ich weiß alles über dich. And he said, you can buy everything here. Du kannst alles hier kaufen. I said, I have no money to buy diamond and gold. Ich habe gesagt, so viel Geld habe ich gar nicht, Diamanten oder Gold zu kaufen. And he took one big bag and he filled up everything whatever he had. Und dann hat er eine große Tasche genommen und alles, was dort aufgestellt war, dort reingepackt. And he gave it to me and he said, Harun, take it, it's free for you. Und dann hat er mir diese Tasche überreicht und hat gesagt, nimm es einfach, Harun, das ist für dich umsonst. I took this bag, was going my home. Ich habe diese Tasche genommen und bin wieder nach Hause gegangen. I was so happy that night. I said, oh, today I'm rich man in the world. Und ich war so glücklich und habe gedacht, heute bin ich der reichste Mann der Welt. And during this time too, my friend, they were sleeping in the same room and they wake up before me. Und während dieser Zeit, als das im Traum bei mir passierte, zwei meiner Freunde schliefen im selben Raum mit mir und wachten dann schon mal auf. And they called me, they said, Imam, Imam, wake up. Und sie haben mich aufgeweckt und gerüttelt, haben gesagt, Imam, Imam, du musst aufwachen. I wake up. Also bin ich aufgewacht. And they said, have you seen our room was very bright? Somebody came in our room. Und sie haben gesagt, hey, hast du das mitgekriegt? Es war eben so hell hier. Irgendjemand ist ins Zimmer reingekommen. I wake up, I said, oh my gosh, I lost my money. Und ich bin aufgewacht und habe gedacht, oh nein, das ganze Geld ist weg. I said, oh, this was a dream. Und ich habe gedacht, oh nein, das war nur ein Traum. I go to sleep again. Also habe ich mich wieder hingelegt. This man, he came again by in my dream. Und nochmal tauchte dieser Mann in meinem Traum auf. And he called me again by my name. Und er hat mich wieder mit meinem Namen angerufen. And he said, Harun, come in the church. Und er hat zu mir gesagt, Harun, komm in die Kirche. I wake up again. Also bin ich wieder aufgewacht. And I felt like somebody touched my heart and gave me peace. Und ich hatte das Gefühl, dass jemand mein Herz richtig angerührt hatte und mir Frieden gegeben hatte. And the next day I go to my boss, I said, can I go one church? Und am nächsten Tag bin ich zu meiner Chefin gegangen, habe sie gefragt, kannst du mir irgendeine Kirche nennen, wo ich mal hingehen kann? And she said, yeah, you can go church. Hat sie gesagt, ja, kannst du schon machen. I said, but how can I go church? I'm Imam, I'm a Muslim. Und ich habe gesagt, ja, wie soll das denn gehen? Ich bin schließlich Imam, ein Moslem. And she said, Imam, this house is not just for Christian people. Und sie hat mir erklärt, Imam, dieses Haus ist nicht nur für die Christen da. This house is for every nation. Dieses Haus ist für alle Völker. First time in my life I came to church. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich also dort in die Kirche gegangen. Church was full with the people, they was worshiping with the music. Sie war voller Menschen und Menschen haben Gott angebetet mit Musik. And Islam, music is forbidden.
Im Islam ist Musik verboten. And I come in the church, they was worshiping with the music. I said, oh, I'm in the wrong place. Also komme ich in diese Kirche rein, da läuft diese Anbetung, die Musik, und ich habe sofort gedacht, hier bin ich falsch. But in my heart, I was saying, I'm here, you call me, come in the church, where are you? Aber in meinem Herzen habe ich zu Gott gesagt, ich bin hier, du hast mich schließlich gerufen, wo bist du? And I come in the front side. Dann bin ich bis ganz nach vorne gegangen. I don't know what they was doing. Ich hatte keine Ahnung, was die da alles machen. I was wondering, I don't know how to wash, how to clean, like everything in Islam. Ich war ganz beschäftigt mit all diesen Fragen, wo soll ich mich jetzt waschen, wo soll ich mich reinigen, das, was man im Islam so als erstes machen muss. And I come on the front side and there was one big cross. Und dann bin ich ganz nach vorne gekommen, da gab es ein großes Kreuz. And I come to cross and I start looking on the cross. Und dann fing ich an, dieses Kreuz zu betrachten. And I see this cross was not cross. Und dann stellte ich plötzlich fest, das war gar kein Kreuz. This was a big king throne. Das war der Thron, ein wunderschöner großer Königsthron. God took me in vision. Gott hat mich in eine Vision reingeführt. Auf diesem Thron saß ein großer König und es war dieselbe Person, die ich im Traum gesehen hatte. And he was opening his arm and he said, "Hey, Harun, come to me and give me a hug. I'm waiting for you for a long time." Und er hat seine Arme weit ausgestreckt und hat mich angesprochen und gesagt, Harun, komm zu mir, ich möchte dich in den Arm nehmen, ich habe schon lange auf dich gewartet. Und zu diesem Zeitpunkt sah ich plötzlich mein eigenes Leben wie in einem offenen Buch aufgezeichnet. I start looking how much sin I have in my life. Und plötzlich sah ich, wie viel Sünde ich in meinem Leben begangen hatte. And I said, God, how I came to you, you are holy and I'm a sinner. Und ich habe gesagt, Gott, wie kann ich zu dir kommen? Du bist heilig, ich bin ein Sünder. And he said, give me all your sin. I will promise you, I will forgive your sin. Und er hat zu mir gesagt, gib mir einfach all deine Sünde und ich verspreche dir, ich werde sie dir vergeben. Can you imagine from 5 years I start praying, fasting, everything, but I was crying whole life for sin. Könnt ihr euch das vorstellen? Seit ich 5 Jahre alt war, habe ich alles gemacht, gebetet, gefastet, die ganzen Pflichten erfüllt, aber die ganze Zeit trug ich diese Sünde mit mir rum. Even I was trying to kill myself because of sin. Ich habe sogar einmal versucht, mich selbst umzubringen wegen meiner Sünde. Nobody came to me and shared gospel with me that Jesus died on the cross because of my sin. Niemand ist je zu mir gekommen, um mir zu sagen, dass Jesus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. But thank God, Jesus, he appeared himself to me. Aber Gott sei Dank, Jesus selber ist mir erschienen. He accepted me in 2010 in Athens. Er hat mich dort im Jahr 2010 angenommen. I didn't accept him, he accepted me. Ich habe nicht ihn angenommen, sondern er hat mich angenommen. Nobody knows that I'm a follower of, Jesus. Niemand wusste damals, dass ich ein Nachfolger Jesu bin. I started my ministry in Athens. Also habe ich angefangen, dort einen Dienst in Athen zu tun. I went back in Pakistan. Bin auch irgendwann nach Pakistan zurückgereist. My father said, no problem, you have one mosque and you are imam like before. Und mein Vater hat mich willkommen geheißen und hat gesagt, schön, dass du wieder da bist. Du kannst einfach hier diese Moschee haben, dann bist du dort der Imam. And he said, you have to marry with your first cousin. I married with my first cousin. Und dann hat er gesagt, hier, das ist deine Cousine ersten Grades, die sollst du heiraten. Habe ich das gemacht. And, but long story short is, I was looking at church. Aber um die Geschichte kurz zu machen, die ganze Zeit hielt ich Ausschau nach einer Kirche. And I found a church. Und ich habe eine Kirche gefunden. One mega church. Eine große Kirche. Mega church, you mean what? When we say mega church, is show us big picture. Und eine Megakirche, das heißt, wenn man so ein großes Bild von einer riesen Kirche hat. But my mega church, we was 4 or 5 people together. Okay, also das, was für mich die Megakirche war, das waren 4, 5 Leute. We worship together, we read Bible together, we pray each other together. Wir haben Gott, my mega church. Wir haben Gott zusammen gebetet, wir haben zusammen in der Bibel gelesen, wir haben ihn zusammen angebetet, das war meine Kirche. Long story short, they find me in the church. Um es kurz zu machen, irgendwann haben sie mich aufgespürt in dieser Kirche. They bring me home. Sie haben mich nach Hause mitgebracht. Many people there and they start a lot of questioning. Sie haben viele Menschen zusammengebracht und sie haben mich alle möglichen Fragen gefragt. The question I had before, the same question. Es waren dieselben Fragen, die ich früher auch immer gehabt hatte. That Jesus not God and Christians believe 3 God and 3 in 1. Jesus ist doch nicht Gott und die Christen glauben an 3 Götter. Und was ist das überhaupt mit dieser Dreieinigkeit? All diese Fragen. And Bible is changed. Und die Bibel ist verfälscht. Quran is last book and Muhammad is last prophet. Der Koran ist die letzte Offenbarung, Mohammed der letzte Prophet. And they said, what do you say about Jesus? He's a God? Und sie haben mich gefragt, was hast du über Jesus? Ist er Gott? I don't know nothing about him. I just start reading Bible. Und ich habe gesagt, ich habe gerade erst angefangen, in der Bibel zu lesen. Ich weiß nichts über ihn. I have no much knowledge about Jesus. Ich habe noch nicht so viel Wissen über Jesus. But I know one story in Bible. Aber eine Geschichte in der Bibel kenne ich. One blind man, he come to Jesus. Ein Blinder ist zu Jesus gekommen. And he said, Jesus, I wanna see. Und er hat gesagt, Jesus, ich möchte sehen können. And Jesus healed him. Und Jesus hat ihn geheilt. And he went to back his village. Und er ist zurück in sein Dorf gegangen. And the people asked him,
what do you say about this man? Und die Menschen im Dorf haben gefragt, was sagst du über diesen Mann, über diesen Jesus? And he said, I don't know nothing about him. Und dieser Mann hat gesagt, ich weiß nicht, wer er ist. I know just that. Aber das eine weiß ich. I was blind. Ich war früher blind. Now I see. Jetzt kann ich sehen. I said, I don't know nothing about him. Und so sagte ich auch, ich weiß nichts über Jesus. I know just that. Ich weiß nur das eine. I was sinner. Ich war ein Sünder. And he is my savior. Und er ist mein Erretter. And they said about Muhammad. Und sie sagen, was ist mit Mohammed? I said, he don't know about himself even. Ich sagte, er wusste selbst nicht so genau, wer er war. And after that, everyone started beating me. Und danach haben alle angefangen, auf mich einzuprügeln. They broke my arms, legs, sie and haben meine Arme gebrochen, meine Beine gebrochen, Rippen gebrochen. And everyone was beating me. I was almost dead. Und ich war fast, haben mich fast totgeschlagen. They threw me out of home. Sie haben mich von zu Hause weggenommen. Somebody bring me hospital. Jemand hat mich ins Krankenhaus gebracht. And I was, after 7 months, I start walking again. Nach 7 Monaten habe ich wieder angefangen zu gehen. And after 9 months, my friend, he called me and he said, hey, come back, you're home, you have son, you can see your son. Und 9 Monate nach diesem Vorfall hat ein Freund mich angerufen und hat gesagt, du kannst wieder nach Hause zurückgehen, dort hast du einen Sohn. I came back my home to see my son. Also bin ich nach Hause gekommen, um meinen Sohn zu sehen. Nobody loved me, but I love to see my son. Niemand hat mich dort geliebt, aber ich wollte unbedingt meinen Sohn sehen. It was 2011, 27 of Ramadan. Das war der 27. Tag des Ramadan im Jahr 2011. I was driving car in the city side. Ich war mit dem Auto in der Stadt unterwegs. And one man, he came to me and he have AK-47 Kalashnikov. Jemand kam ans Auto ran und er hatte eine AK-47. Schnellfeuergewehr. Er hat mein Auto angehalten, ich bin ausgestiegen. And he started a lot of questioning. Er hat mir viele Fragen gestellt. And there was around us hundreds of people that was watching around us that this man he's shooting now him. Um uns herum waren große Menschenmenge und sie wussten alle gleich, wird der Mann auf mich schießen. And after some questions he said Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und nach einigen Fragen hat er angefangen zu sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar. When they kill somebody they say Allahu Akbar. Und das machen sie immer so, wenn sie jemanden umbringen. And I closed my eyes because he was just 2 meters far from me. And I closed my eyes and I started crying. Er stand 2 Meter von mir entfernt. Ich habe einfach meine Augen geschlossen, habe angefangen zu weinen. I started praying. I said, God, he don't know what he's doing. Ich habe angefangen zu beten. Gott, er weiß nicht, was er tut. And he has power. Und er hat jetzt hier die Macht. I was just waiting for him. Ich habe nur darauf gewartet. And I don't know how long time it took, 1 minute or 1 second or 5 minutes. Ich weiß nicht, wie lange wir dort so standen, eine Sekunde, eine Minute, 5 Minuten. I was just waiting. Ich habe nur darauf gewartet. And another man, he came to me and he said, he pushed me. He said, hey man, run, his gun is not working. Und ein anderer kam plötzlich auf mich zu und schubste mich und sagte, hey, er hat eine Ladehemmung da, verschwinde, lauf. And I opened my eyes and I see that he was trying and God stopped his gun. Und ich habe meine Augen wieder aufgemacht und habe gesehen, wie er mit seinem Gewehr hantierte, weil Gott das gestoppt hat. My brother and sister, meine Brüder und Schwestern, AK-47 never stopped. Eine AK-47 funktioniert. But God, he stopped his gun. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Gewehr nicht funktioniert hat. And this man, he was sending by my parents to kill me. Und dieser Mann wurde von meinen Eltern geschickt, um mich umzubringen. It was very hard time for me. Es war für mich eine sehr, sehr harte Zeit. I go to home, ich bin nach Hause gegangen. And after some days, und nach einigen Tagen hat mich abends um 11 Uhr, 12 Uhr jemand angerufen. And this man, he was a friend of mine, and he said, Harun, we are on the way and we want to kill you tonight. Das war einer meiner Freunde und er hat mich angerufen und hat gesagt, Harun, wir sind schon auf dem Weg zu dir, wir wollen dich heute Abend umbringen. And God used him to call me. Und Gott hat ihn gebraucht, um mich anzurufen, zu warnen. I turned off my phone, I start crying and praying. I said, God, where can I go now? Ich habe aufgelegt, ich habe mich hingesetzt und geweint und gebetet, gefragt, Gott, wo soll ich jetzt hingehen? And suddenly I listen one voice. Und plötzlich hörte ich eine Stimme. And this was God's voice. Und es war Gottes Stimme. And he said, Harun, leave your home right now. Und er hat zu mir gesagt, Harun, verschwinde jetzt von zu Hause. And I promise you, I will never leave you alone. Ich verspreche dir, ich werde dich nie allein lassen. You can imagine if you have 3-4 minutes to leave your home, what you can take with. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du weißt, du hast noch 3-4 Minuten Zeit, was kannst du dann mitnehmen? I left my home. Ich habe zu Hause hinter mir gelassen. When I left my home, the devil was, I was looking back my door. Ich habe mich, als ich aus dem Haus draußen war, nochmal umgeschaut. And devil was showing me, he said, look back. Und der Teufel hat mir klar gemacht, guck mal zurück. He said, look back your property, your title, your mom, dad, your son, your wife. Guck mal, was da hinter dir liegt. Dein ganzer Besitz, dein Titel, deine Ehre, deine Familie, Vater, Mutter, deine Frau, dein Sohn.
You know, if you left your home tonight, you will have never chance to see them again. Wenn du heute von zu Hause abhaust, dann wirst du sie nie wiedersehen. And that time my Savior, he was standing before me and he said, come, I will never leave you alone. Aber zu dem Zeitpunkt sprach mein Erretter zu mir und sagte, komm, ich werde dich nie allein lassen. And God sent some Christian to help me. Und Gott hat einige Christen gesandt, mir zu helfen. And they bring me home to home, they protect me. Und sie haben mich beschützt und haben mich in ihre Häuser aufgenommen. And then in 2012 I get fatwa that if somebody find him, shoot him. Im Jahr 2012 wurde eine Fatwa verhängt, wo es dann hieß, wenn ihr ihn findet, dann bringt ihn um. Then my brother said, Christian says, Raza, Harun, now you have to leave your country. Dann haben die Christen zu mir gesagt, Harun, jetzt musst du aus dem Land verschwinden. And I left my country 2012. Also habe ich im Jahr 2012 mein Land verlassen. I was 2 months prison in Iran. Ich war 2 Monate lang im Gefängnis in Iran. 3 months prison in Turkey. 3 Monate im Gefängnis in der Türkei. 8 months I took to come here in Germany. Danach habe ich 8 Monate gebraucht, von dort hier nach Deutschland zu reisen. I surrendered myself as a refugee. Und ich habe hier als Flüchtling Asyl beantragt. And I start my Skype church in Pakistan via Skype. Und über Skype habe ich angefangen, eine Gemeinde in Pakistan zu gründen. Denn es gibt in Pakistan viele Christen, die haben keine Gelegenheit, zur Kirche zu gehen. Mostly Muslim background believer Christian. Das sind in der Regel Leute, die aus dem Islam konvertiert sind, Christen geworden sind. And in 2005, some people they find me in my home here in Germany. Und im Jahr 2005? In 2014. Und im Jahr 2014 haben einige Leute mich hier in Deutschland aufgespürt. And they kidnapped me. Und die haben mich entführt. Many questions. Viele Fragen. And after that they start beating me. My head was broken 4 times. Und danach haben sie wieder angefangen, auf mich einzuschlagen. Ich habe 4 Brüche im Kopf gehabt, im Schädel. Viel Blut ist geflossen. And then they stabbed me with a knife 3 times in my stomach. Und dann haben sie mich 3 Mal mit dem Messer gestochen in den Bauch. And I was almost dead. Und ich war fast tot. And I was in hospital. I wake up. Ich war im Krankenhaus, bin dort wieder aufgewacht. And I said, oh, I'm still alive. Und habe gesagt, oh, ich lebe immer noch. Doctor said, "Don't move. You are still alive." Und der Arzt sagte zu mir, nicht bewegen. Sie sind noch am Leben. My brother and sister. Meine Brüder und Schwestern. Today God brought me here to encourage you. Heute hat Gott mich hierher gebracht, um euch zu ermutigen. Before I start my story, I said, "This is not my story. This is my God's story." Am Anfang meines Berichts habe ich gesagt, das ist nicht meine Geschichte, sondern das ist die Geschichte meines Gottes. He protected me 4 times. Er hat mich 4 Mal geschützt. He gave me life 4 times. Er hat mir 4 Mal neues Leben geschenkt. But what happened, all this story? Aber was in dieser Geschichte alles geschehen ist, I never wanna come in Christ, follow Jesus. Ich wollte das nie, Nachfolger Jesu werden. I was very strong believer in Islam. Ich war ein total überzeugter Anhänger des Islam. I have very strong position in Islam. Ich hatte eine sehr hohe Position im Islam. But what happened? I follow Jesus. Aber was ist geschehen? Ich habe angefangen, Jesus nachzufolgen. There was 2 reasons who changed my life. Es gab 2 Gründe dafür, die mein Leben verändert haben. The first one, der erste Grund, love. Liebe. Love in Christ. Die Liebe Jesu. This Christian lady in Athens, she loved me very much. Diese Christin dort, meine Chefin in Athen, sie hat mich wirklich geliebt. And her love in Christ bring me one time to think about. Who am I? Und ihre Liebe in Christus hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wer ich eigentlich bin. Many times she called me and she said, "Go for your prayer." So oft hat sie mir gesagt, los, geh zu deiner Gebetszeit. And her love bring me one time to think about. Und ihre Liebe hat dafür gesorgt, dass ich irgendwann mal ins Nachdenken gekommen bin. The second thing is a prayer. Das zweite ist Gebet. It was 2004 in Pakistan. Im Jahr 2004 in Pakistan I came out from my home, kam ich aus meinem Haus heraus, to go mask for prayer. Um zur Moschee zu gehen, um there zu beten. Was a big celebrate day. Es gab ein großer Feiertag. And there was a Christian man who was cleaning our street. Und ein Christ war dort dabei, die Straße zu fegen. And I look at him, I said, "Oh, today is a big celebrate day, and he's cleaning our street." Und ich habe gedacht, ach Mensch, der arme Kerl, der macht heute an diesem Feiertag die Straße sauber. And I give him money. Also habe ich ihm ein bisschen Geld gegeben. I said, "Oh, he's a poor man. Give him money." So I give him money. Also habe ich nur so gedacht, er ist ja ein armer Mann, ich werde ihm ein bisschen Geld geben. And he took this money and he said, "Imam, may I pray for you?" Und er hat das Geld genommen, hat gefragt, Imam, darf ich für dich beten? He knew that I'm Imam. Er wusste ja, dass ich ein Imam bin. He didn't shame. Er war nicht zu schüchtern. Er hatte keine Angst. He said, "Imam, may I pray for you?" Er hat mich einfach gefragt, Imam, darf ich für dich beten? When he said, "May I pray for you?" I was very excited. I said, "How he can pray for me? He's a Christian." Und als er mich das gefragt hat, habe ich gedacht, was ist das denn? Er als Christ, wie will der für mich beten? And how he can pray for me? This is not prayer time. Das ist ja nicht mal die Gebetszeit. Wie will der das machen?
He didn't wash, he didn't clean, he didn't go to mosque. Er hat sich nicht gewaschen, er hat sich nicht gereinigt, er war gar nicht in der Moschee. And I said, okay, poor man, make him happy. I said, okay, you can pray for me. Aber ich habe gesagt, ach, der arme Kerl, tu ihm Gefallen, also bitte bete für mich. And he started praying for me. Also hat er angefangen für mich zu beten. He took this money. Er hat das Geld genommen. He said, God, thank you for this time. Hat gesagt, Gott, danke für diese Zeit. This money. Für dieses Geld. And for this man. Und für diesen Mann. God, I pray for him. Ich bete für ihn, Gott. Show him the way and truth and life. Zeig ihm den Weg und die Wahrheit und das Leben. I pray in Jesus name. Das bete ich in dem Namen Jesus. When he said amen, als er Amen sagte, I was very proud of myself. Fühlte ich mich sehr stolz. I said, he's a Christian, he don't know who he should pray. Da habe ich gedacht, naja, Christ eben, der weiß nicht, wie man betet. Because when I pray, denn wenn ich bete, I go to mosque, I clean and I wash. Dann gehe ich in die Moschee, ich reinige mich, wasche mich. In my prayer I read Quran and my prayer is in Arabic. Wenn ich bete, dann lese ich den Koran, dann bete ich auf Arabisch. My prayer is so long. Mein Gebet ist so ein langes Gebet. And he's a Christian, he don't know how he should pray. Aber er als Christ, er weiß eben nicht, wie man betet. He just pray for me, show him the way and truth and life. Er hat für mich gebetet, zeig ihm den Weg, die Wahrheit und das Leben. But what happened? Aber was ist geschehen? He prayed for me in 2004. Er hat im Jahr 2004 für mich gebetet. And the Holy Spirit touched me in 2010. Und der Heilige Geist hat mich im Jahr 2010 berührt. What I believe. Und ich glaube, when I start looking and I praying, als ich angefangen habe, mich auf die Suche zu machen und zu beten, I become a follower of Jesus, und wie ich dann schließlich Nachfolger Jesu geworden bin, and God show me the time. Gott hat mich dann erinnert an diese Zeit. And he said, Harun, do you remember? Und hat zu mir gesagt, Harun, erinnerst du dich? One Christian man in 2004, he prayed for you. Dieser Christ im Jahr 2004, er hat für dich gebetet. And this is answer of his prayer. Und das hier ist die Antwort auf sein Gebet. What I believe when he prayed for me, ich glaube, als er für mich gebetet hat, what I believe when he prayed for me, the Holy Spirit jumped in my life. Ich glaube, damals schon ist der Heilige Geist in mein Leben gesprungen. And his prayer was powerful prayer. Und sein Gebet war ein kraftvolles Gebet. He almost shared gospel with me, the way, truth and life. In diesem kurzen Gebet hat er mir schon fast das Evangelium gesagt, der Weg, die Wahrheit, das Leben. His prayer changed my life. Sein Gebet hat mein Leben verändert. My dear brother and sister, meine lieben Brüder und Schwestern, what I lost, was ich verloren habe, is too much. Das ist so viel. I lost my everything. Ich habe alles verloren. It is very painful. Es ist sehr, sehr schmerzhaft. I lost my beloved son, my wife, my property, my mom, dad, my sister, brother, everything to follow Jesus. Ich habe meinen geliebten Sohn, meine Ehefrau, meine Mutter, meinen Vater, meinen ganzen Besitz, alles verloren, um Jesus nachzufolgen. But when I look at the cross, aber wenn ich mir das Kreuz anschaue, what Jesus did for me, this is nothing. Wenn ich vergleiche, was Jesus für mich getan hat, dann ist das, was ich verloren habe, nichts. I lost one small family. Ich habe eine kleine Familie verloren. And God gave me whole big family all over the world. Und Gott hat meine so große Familie überall auf der Welt gegeben. The most thing is he changed my life. Aber das Wichtigste ist, er hat mein Leben verändert. The most thing is he touched my heart and he give me new heart to love people. Das Wichtigste ist, er hat mein Herz berührt und es verändert, dass ich jetzt Menschen lieben kann. As you know, the moment in Germany, thousands of Muslim people coming to Christ. In diesem Augenblick in Deutschland kommen Tausende von Muslimen zum Christus. In just in 2 years with our team, we baptized more than 900 Muslim background believers. In den letzten 2 Jahren habe ich mit meinem Team zusammen über 900 Muslime getauft, die Christen geworden sind. So just want to encourage you. Ich möchte euch einfach ermutigen. If you are trying to convert somebody, wenn ihr versucht, jemanden zu bekehren, you are wrong. Dann liegt ihr falsch. Just try to love them and pray for them. Gebt euch einfach Mühe, ihn zu lieben und dann betet für ihn. And tell them about Jesus. Und erzählt ihnen von Jesus. Maybe not today, maybe in 1 month, maybe in 1 year, maybe in 10 years. Vielleicht nicht heute, vielleicht in einem Monat, in einem Jahr oder sogar in 10 Jahren. Gospel has power and your prayer has power. Das Evangelium hat Kraft und eure Gebete haben Kraft. Das wird alles verändern. So, I'm so thankful. Sorry, I took long time. This was my introduction. Das war also jetzt meine Einleitung. Tut mir leid. I'm going to preach. Jetzt werde ich predigen. No.
Harun, vielen Dank für dein Zeugnis. Es ist Gottes Geschichte mit dir, aber er ist ein Nachfolger Jesu. Er hätte stehen bleiben können an der Stelle, aber er hat bis heute, ich glaube, über 30 Gemeinden in Deutschland gegründet mit Konvertiten. Es ist ein Nachfolger Jesu.